Hier soll er stattfinden, der Konzertsommer, der alle Dimensionen sprengt. Die Bühne, ein Statement. Die Arena, maßgeschneidert nach Adeles Wünschen. Knapp 3 Jahre lang haben sich die Veranstalter um Adele bemüht. Coldplay, Rolling Stones, AC/DC, alle diese Superstars, sie spielen alle in Fußballstadien. Aber du bist doch die Queen of Music. Du bekommst von uns deine eigene Adele World. Das überzeugt den Superstar, der bereits vor Ort war. Der Bildschirm, 220 Meter lang, rekordverdächtig. Trotz der Größe soll es gemütlich werden, wie ihr Manager heute verrät. Es wäre weniger nervenaufreibend, wenn wir irgendwo auftreten würden, wo wir uns schon auskennen. Aber wir denken, das hier ist einzigartig. Wir sind aufgeregt. Die Anspannung steigt bis zur ersten Show. Neben der Arena entsteht die Adele World mit Gastro und englischem Pub. Dabei freuen sich Adele und ihr Team bereits aufs bayerische Bier. Hoffentlich wird sie das mit mir genießen. Wir werden ein paar der guten Biere, die Bayern zu bieten hat, ausprobieren. Aber hoffentlich kommen wir auch mal raus aus der Stadt, um uns die Landschaft anzuschauen. 95% der 740.000 Tickets sind verkauft. Die Kosten der Produktion liegen im dreistelligen Millionenbereich. Es wird an nichts gespart, damit Adele in München ihren musikalischen Zauber voll entfalten kann.